Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es mal um was ganz anderes und zwar stelle ich euch heute alle VIP-Vorteile vor. Ich werde sie euch erklären und größtenteils auch zeigen, es sei denn, ich habe diese Vorteile nicht, aber ich werde es versuchen, euch bestmöglich zu erklären und veranschaulichen. Diese Videoidee habe ich tatsächlich von einem Zuschauer und ja, heute bin ich endlich dazu gekommen, diese umzusetzen. Unter einigen Vorteilen kann man sich wahrscheinlich gar nichts vorstellen, wenn man das VIP-Konto nicht hat. Daher denke ich, dass dieses Video vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch interessiert hat und gerne auch, ob ihr dieses VIP-Konto habt oder euch vorhabt zu holen oder ob ihr das Pegasus-Konto habt oder keins der beiden. Die VIP-Vorteile sind quasi in drei Bereiche gegliedert. Einmal der erste Bereich, den jeder bekommt, das sind diese hier. Dann gibt es einen zweiten Bereich, das sind die persönlichen Vorteile. Die kann man alle 30 Tage ändern. Es sind 25 Stück, aus denen kann man sich normalerweise 10 aussuchen. Ich kann mir 11 aussuchen, das sage ich euch gleich noch mehr zu, warum das so ist. Und der dritte Bereich ist von den göttlichen Pferden. Einige göttliche Pferde bringen ja auch VIP-Vorteile und das sind diese alle hier. Und wie ihr seht, ein paar habe ich davon auch. Zwar nicht alle, aber ich werde es trotzdem versuchen, euch bestmöglich zu erklären. Und ich werde jetzt erstmal von Anfang an beginnen mit diesen Vorteilen, die jeder VIP auf jeden Fall bekommt. Vorteil Nummer 1. Verlege, verkaufe oder ändere das Affix einer großen Anzahl deiner Pferde ganz einfach über die Seite deiner Zucht. Das kann ich euch prima zeigen. Zum Beispiel mal bei diesen Pferden. Da scrollt ihr ganz weit runter. Und hier auf alle markieren. Dann könnt ihr hier ganz einfach einen Affix zuweisen. Das werde ich jetzt einfach mal machen mit Millis Abla. Und dann sieht man hier, bestimmten Pferden konnte dieses Affix nicht zugewiesen werden, weil du nicht der Züchter bist. Das heißt, allen Pferden, wo ich der Züchter bin, wurde dieses Affix jetzt zugewiesen, ohne dass ich jedes einzelne Pferd anklicken muss. Das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung, wenn einem die Affixe viel bedeuten. Zu diesem Vorteil gehört auch, dass man eben alle markieren kann und sie dann in eine andere Zucht verlegen kann. Das werde ich jetzt nicht machen, weil dann muss ich sie alle wieder raussuchen. Aber ich kann jetzt hier irgendeine Zucht anklicken und dann sind alle Pferde, die ich hier markiert habe, direkt in der Zucht. Und das muss ich dann eben auch nicht einzeln machen. Das gleiche gilt für auf die Insel des Friedens verkaufen. Da kann ich auch alle auf einmal verkaufen und ich kann alle auf einmal zum Verkauf anbieten. Das kann ich euch hier einmal zeigen. Dann sieht das hier so aus. Und dann kann ich hier eben Auktionen auswählen oder auch Direktverkauf oder reservierte Verkäufe. Da kann man dann natürlich aber nur einen Preis angeben, also zum Beispiel 2500 und dann wird jedes einzelne Pferd für 2500 reingestellt. So, nun zum zweiten Vorteil. Gehe zu der Seite mit den detaillierten Informationen über den Fortschritt der Fähigkeiten deiner Pferde und den Verkaufspferden. Das kann ich euch auch einmal ganz leicht zeigen. Zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal dieses Pferd hier. Da seht ihr hier neben den Fähigkeiten diese Lupe und dann wird euch das hier alles angezeigt. Jede einzelne Fähigkeit, die das Pferd bekommen hat und wodurch das Pferd sie bekommen hat, wird hier ganz detailliert aufgelistet. Sollte das Pferd mal mit weniger als 100 Energie trainiert worden sein, stehen hier auch die Fähigkeiten, die das Pferd verloren hat. Das zeige ich euch gleich auch nochmal kurz. Bei diesem Pferd habe ich zum Beispiel gefunden, dieses Pferd hat 2,978 Fähigkeiten verloren quasi, weil die Gesundheit eben nicht bei 100% lag. Das wird dann hier auch alles detailliert aufgelistet. So, nun zum dritten Vorteil. Konfiguriere die personalisierten UFOs.
Da könnt ihr auf eurer Seite hier unter Füge deiner Profilseite einen Inhalt hinzu, diese personalisierten UFOs hinzufügen. Die habe ich jetzt hier schon. Ich mache sie einmal weg. Dann kann man sich hier wieder aussuchen, die personalisierten UFOs hinzufügen. Kann man dann hier auch, wie man will, hin und her schieben. Und dann kann man hier zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Karotte fliegen lassen. Zum Beispiel 5 Stück. Das ist eine 6. 5 Stück. Oder wie viel auch immer. Hier wird dann angezeigt, wie viele Karotten in diesem Fall man hat. Das heißt, mehr als das kann man natürlich auch nicht fliegen lassen. Und hier kann man noch die Anzeigewahrscheinlichkeit einstellen. Also mit wie hoher Wahrscheinlichkeit der Spieler, der auf deine Seite kommt, diese Karotte fangen kann. Da mache ich jetzt einfach mal 5%. Und dann sieht man das hier. Okay, das sieht man jetzt nicht. Moment. So, jetzt sieht man hier die Karotte. Und sobald jemand eine gefangen hat, steht hier der Spielername und das Datum, wann er sie gefangen hat. Der nächste Vorteil ist, personalisiere deine Seite. Das habt ihr eben auch schon zum Teil gesehen. Das ist eben dieser Block hier, da kann man ganz viele verschiedene Sachen auswählen, zum Beispiel der große Preis. Ich habe da noch keinen Pokal gewonnen, deswegen wird mir hier auch nichts angezeigt. Dann kann man hier noch Freunde anzeigen, also welche Freunde man hat. Dann kann man die Lieblingspferde anzeigen. Früher habe ich tatsächlich mal teilweise welche als Lieblingspferd angegeben. Mittlerweile mache ich es nicht mehr, deswegen sind jetzt da welche drin, aber es ist nicht aktuell und ich brauche das nicht, deswegen habe ich das auch eigentlich nicht. Aber ich zeige euch hier trotzdem mal eben alle, die man hier einfügen kann. Die begonnenen Verkäufe, dann die Ranglisten, das kann man hier dann auch noch einstellen. Hier zum Beispiel. Hier sieht man immer, welcher Platz ich bin. Und dann kann ich hier anklicken, was ich gerne anzeigen lassen möchte. Da wählen die meisten natürlich dann nur die Sachen aus, wo man, was weiß ich, in der Top 100 ist oder so. Aber ja, für mich jetzt auch nicht unbedingt notwendig, deswegen habe ich auch das nicht. Dann die letzten Nachrichten. Da sieht man dann, was ich in den Foren geschrieben habe. Bin ich nicht so aktiv, wie man sieht. Dann die Tauschaktionen. Ich schlage derzeit keine Tauschaktionen vor, ansonsten würde hier eben stehen, zum Beispiel, ich suche einen goldenen Apfel und schlage ein Füllhorn vor oder so ähnlich. Dann noch die Nomadenpferde und die Teams. Dort sind eben alle Nomadenpferde aufgelistet, die ich habe. Und die Teams, in denen ich bin. Da bin ich übrigens nicht aktiv, aber falls ihr da beitreten möchtet, schreibt einfach mal den Admin an. Nicht mich, weil ich, wie gesagt, damit nichts zu tun habe. Ich habe es nur erstellt. Nun habe ich hier einiges auf meiner Seite stehen und wie ich eben auch schon gezeigt habe, das kann man hier alles, wie man will, hin und her packen. Der nächste Vorteil ist, gib das Wolkenfetzenpaket frei. Es gibt ein Wolkenfetzenpaket auf dem Schwarzmarkt. Da sind 20 Wolkenfetzen drin enthalten, die man für 500 Pässe kaufen kann. Wenn man sie einzeln kaufen würde, würde das eben 2000 Pässe kosten. Und das zeige ich euch einmal kurz, wie das aussieht. Und zwar hier, Wolkenfetzenpaket. Wenn ihr das durchlesen wollt, haltet einfach mal kurz an. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem nächsten Vorteil und zwar, du erhältst das Pegasus-Konto-Privileg. Das ist ein Privileg, dass man jedem Pferd die Gerte als Bonus kostenfrei geben kann. Das zeige ich euch hier noch einmal kurz. Wenn ihr auf der Seite des Pferdes seid, könnt ihr hier einfach auf Bonus klicken, dann auf Bonus verleihen und hier seht ihr hier schon, die Gerte ist kostenlos. Ich kann sie also unendlich oft verteilen. Also natürlich nur auf jedes Pferd einmal,
aber ich kann eben unendlich vielen Pferden diese Gerte kostenlos geben. Der nächste Vorteil ist selbsterklärend: Verkaufe deine Pferde auf einer Auktion gegen Pässe. Ohne diese Konten kann man Pferde nur gegen EQs versteigern und mit so einem Konto eben auch mit Pässen. Gib für jeden Monat, den du abonniert hast, 2 zusätzliche Affixe frei. Das ist, denke ich, auch relativ selbsterklärend. Jeden Monat, den ich dieses VIP-Konto oder auch Pegasus-Konto, weil diese Vorteile hier gelten ja auch für beide Konten, schalte ich eben 2 Affixe frei. Ich kann jetzt zum Beispiel noch 310 Affixe reservieren und ich habe diese hier. Und das wird eben jeden Monat um 2 erhöht. Der nächste Vorteil ist, gehe zu einem Notizblock auf der Seite jedes einzelnen deiner Pferde. Das kann ich euch auch mal eben zeigen. Wenn ihr auf der Seite des Pferdes seid, gibt es hier diesen Hinweiseblock, also dieser Notizblock, von dem hier eben die Rede war. Und den kann man hier auch größer und kleiner machen und eben alles Mögliche reinschreiben, was man will. Wie ihr hier auch schon seht, habe ich hier auch schon einige Sachen reingeschrieben. Da kann man speichern und dann bleibt es auch da. Und das kann man hier über Profil ändern hinzufügen, wenn man hier Notizblock verwenden anklickt. So, der nächste Vorteil ist, sortiere deine Pferde nach Fähigkeiten oder ihrem genetischen Potenzial. Das ist, denke ich, auch relativ selbsterklärend. Man kann hier eben die Pferde sortieren nach. So, Fähigkeiten, hier sieht man, hat sich was verändert. Genetisches Potenzial, hat sich auch wieder was verändert. Nächster Vorteil ist, gehe zum detaillierten Modus, um deine Zuchten anzuzeigen. Das ist einfach diese Button hier. Dann wird einem das hier so angezeigt, wie auch in den Verkäufen zum Beispiel. Ich mag den Modus allerdings nicht, deswegen mache ich es immer so. Um zu suchen, welches Pferd welche SMGs hat oder auch um nach dem Alter hier sofort zu suchen, ist das ganz praktisch. Kann ich hier zum Beispiel zeigen, hier kann man eben nach dem Alter suchen, das jüngste oder das älteste Pferd. Nach Rassen kann man hier ordnen, also nach, das geht dann wahrscheinlich nach dem Alphabet, nach Fähigkeiten, dann hier auch nach einzelnen Fähigkeiten, eben genauso wie das auch bei den Verkäufen ist. Praktisch hier dann finde ich auch, dass man sieht, wenn das Pferd einen Kameraden hat. Ich schaue mal kurz, ob ich hier gerade einen finde. Und man sieht hier auch sofort die Ausrüstung. Hier zum Beispiel. Hä? Der hat ein Monster? Oh, gut, dass ich das hier gerade geguckt habe. Der ist ja voll viel wert. Das muss ich mal kurz woanders hinstellen. Oh Mann. Ich pack's erstmal woanders hin. Ich werde es nachher machen. Also man sieht, okay, vielleicht ist diese Ansicht doch ganz hilfreich manchmal. Aber ja, eigentlich benutze ich die Ansicht nicht. Aber wie sich herausgestellt hat, sollte ich das vielleicht doch manchmal tun. Naja. Gut, gehen weiter mit dem nächsten Vorteil. Ordne den einzelnen Zuchten Farben zu, um das Sortieren zu erleichtern. Da gibt es beim Pegasus-Konto bis zu 6 und beim VIP-Konto bis zu 13. Und was quasi ihm wieder zugehört, mehr Zuchten erstellen. Beim Pegasus-Konto bis zu 50 und beim VIP-Konto bis zu 200. Das zeige ich euch hier jetzt nochmal kurz. Das hier ist mit diesen einzelnen Farben gemeint. Beim Pegasus-Konto gibt es dann eben nur hier diese 6 und beim VIP-Konto alle 12. Und die einzelnen Zuchten sind eben das hier. Diese 3 sind zum Beispiel einzelne Zuchten oder hier diese ganzen einzelnen Zuchten. Davon kann ich eben bis zu 200 erstellen und mit dem Pegasus-Konto bis zu 50. Nächster Vorteil, zeige deine bevorzugten Pferde auf deiner Seite an. Das habe ich euch eben ja schon gezeigt. Beim Pegasus-Konto kann man da 20 Pferde reintun und beim VIP-Konto 40 Pferde. Nächster Vorteil, erlaube mehr Spielern, dein Konto mit dir gemeinsam zu verwalten. Da gibt es beim Pegasus-Konto bis zu 2 und beim VIP-Konto bis zu 10 Personen. Das kann ich euch hier einmal kurz zeigen, wie das aussieht bei Konto unter dem Punkt gemeinsame Kontoverwaltung. Ich habe jetzt zum Beispiel niemanden da,
drin, aber man könnte hier eben verschiedenen Freunden den Zugang zum Konto ermöglichen. Der hat da nicht alle Funktionen, die ich habe, aber eben einige. Deswegen sollte man da wirklich sehr vorsichtig sein und dieser Person wirklich vertrauen und in echt kennen, weil die kann da wirklich einiges kaputt machen auf deinem Account. Also sei da wirklich vorsichtig, wem du das gibst. So, nächster Punkt. Erhöhe die Anzahl der Gegenstände, die jede Woche getauscht werden können. Ja, auch selbsterklären würde ich sagen. Beim Pegasus-Konto 3 mehr und beim VIP-Konto 6 mehr. Ich kann also 10 Tauschaktionen jede Woche machen. So, nächster Vorteil. Biete deinen Freunden jede Woche mehr Gegenstände aus dem Laden an. Hier hört es jetzt auch auf mit dem Pegasus-Konto. Also alle Vorteile vorher galten auch fürs Pegasus-Konto. Und ab jetzt gilt es nur noch für das VIP-Konto. Ich kann jede Woche 6 Spielern einen Gegenstand geben. Normalerweise sind es nur 3. Der nächste Vorteil. Wenn du möchtest, kannst du allen Spielern deinen VIP-Status auf deiner Seite zeigen. Das kann man hier tun. Jetzt zeige ich es zum Beispiel nicht mehr. Und wenn man hier raufklickt, kann man dann das VIP-Symbol wieder hinzufügen. Der nächste Vorteil ist, das Spiel wird schneller und nutzerfreundlicher, wenn du die Werbung unterdrückst. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Habt ihr Werbung zwischendurch? Also den Vorteil verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr es wisst. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Kaufe einen unbegrenzten Strahl des Helios, ohne dafür ein Harmoniepaket zu verwenden. Das kann ich euch auch ganz kurz einmal zeigen. Wenn du auf eins deiner Pferde klickst, kann man hier direkt über Landschaft diesen unbegrenzten Strahl des Helios kaufen. Damit kannst du eben diese Landschaft jedes Mal wieder ändern. Mit einem normalen Strahl des Helios kannst du das dann nicht mehr ändern. Wenn du einen Hintergrund aussuchst, dann bleibt der da auch. Und mit diesem unbegrenzten Strahl des Helios kannst du das eben immer wieder ändern, wie es auch im Harmoniepaket der Fall ist. Da ist ja immer dieser Unbegrenzte dabei. Und der kostet 95 Pässe. Nächster Vorteil ist, gib den Bonus Hufstollen frei. Das ist ein weiterer Bonus, den man einem Pferd geben kann. Er bringt plus 12 in seiner besten Fähigkeit. Den Gegenstand kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ach, der ist ja gestorben. Hier zum Beispiel. Bonus verleihen, Hufstollen. Plus 12. Ach nee, ich habe ihn 12 Mal. Witzig, war ein Zufall. Ich klicke hier noch einmal rauf. Könnt ihr euch das hier noch einmal kurz durchlesen, wenn ihr möchtet. Diesen Gegenstand kann man entweder kaufen oder auch in seinem eigenen Reitzentrum in den Werkstätten herstellen. Dann der nächste Vorteil ist, speichere deine bevorzugten Suchen in den Verkäufen, den Zuchten und so weiter. Hier einmal der Text dazu. Man kann eben 100 Suchvorgänge speichern. Das zeige ich euch jetzt einmal, weil aus diesem Text kann man sich das nicht unbedingt bildlich vorstellen. Dazu geht man auf den Verkauf und hier habe ich schon einige Suchen gespeichert. Zum Beispiel Monster Nummer 1 für Pässe oder auch der Kamerad Hund, Kamerad Giraffe. Kann man hier einfach mal raufklicken und dann sieht man alle Pferde mit dem Kameraden Hund. Dann kann man hier wieder Suche abbrechen. Ich kann jetzt mal einfach eine Suche einstellen, damit ihr euch das mal kurz vorstellen könnt. Zum Beispiel unter 5000 IQs, über, weiß ich nicht, 5000 Fähigkeiten suchen. Achso, muss man natürlich auch IQs angeben. So, gibt es jetzt zum Beispiel nicht, aber ich kann die Suche jetzt trotzdem einmal speichern. Schreibe ich hier zum Beispiel unter 5000 IQs über 5000 Fähigkeiten. Und dann findet man hier, ich hatte die Suche schon mal eingestellt, aber jedenfalls findet man das dann hier nochmal wieder. Kann man raufklicken und dann sieht man, okay, gibt gerade kein Pferd dafür. Aber dann kann man das eben immer auf einen Klick suchen. Und dieses gleiche Prinzip der gespeicherten Suchen gilt eben auch fürs Reitzentrum anmelden.
Hier gibt es auch meine bevorzugten Suchen. Da habe ich hier zum Beispiel 3 Suchen eingestellt. Ich klicke jetzt hier zum Beispiel auf Heu und Hafer 10 Tage. Also das kann man sich ja auch aussuchen, wie man es nennt. Und da sieht man hier schon, Heu und Hafer ist angeklickt und 10 Tage direkt auch. Dann kann man ganz leicht das günstigste Reitzentrum anklicken mit den gewünschten Vorteilen. Das gleiche gibt es auch in den Verzeichnissen bei den Kreationen. Hier gibt es auch meine bevorzugten Suchen. Da habe ich jetzt noch gar nichts gespeichert. Aber ich denke mal, das Prinzip ist klar. Ich kann jetzt hier zum Beispiel ein VGA als Kaltblut und ja, als Horn zum Beispiel suchen. Und dann könnte ich das speichern. Schreibe ich da VGA Kaltblut Horn hin. Und dann kann ich da eben jederzeit mit einem Klick das suchen. Und zu guter Letzt gibt es das auch hier in den Zuchten, kann man auch verschiedene Suchen speichern. Habe ich jetzt hier auch noch nicht, aber ich glaube mittlerweile ist das Prinzip klar. Der nächste Vorteil ist, nimm vielleicht an künftigen Tests bestimmter Funktionen auf der Horse-Website teil. Das ist also der sogenannte Tester. Dort werden die zukünftigen Aktionen getestet, also diese Events. Und da kann man eben Fehler melden und ja, einfach selber sich schon mal die Aktion angucken und auch den neuen Gott anschauen und eben alle neuen Änderungen, die vorher getestet werden. Das kann ich euch jetzt hier nicht so genau zeigen, aber dann würde hier oder da so ein Button erscheinen, dass man zu dem Tester eingeladen wird. Und dann erhält man hier die Testeinladung von O. Und dann kann man hier auf den Tester gehen. Ich muss mal kurz schauen, ob der aktuelle noch offen hat. Dann kann ich euch den auch noch mal kurz zeigen. Sieht gut aus. Ja, hier ist die aktuelle Testversion. Warum ist denn hier nichts? Das ist jetzt merkwürdig. Hä? Warum ist denn hier nichts? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, normalerweise kann man dann hier die neue Aktion testen. Das ist jetzt hier zum Beispiel Sommerfestival. Und dann wird das hier auch schon alles so angezeigt, wie auch in der normalen Version. Und dann kann man hier eben darunter was schreiben, was man gut findet, was man schlecht findet oder auch was für Fehler es noch gibt. Und hier sieht man dann auch eben schon das neue Pferd und so weiter. Hier ein kleines Forum, wo die Spieler erstellen, wo es vielleicht noch Fehler gibt. Und hierzu noch mal kurz eine Anmerkung, man bekommt 10 Millionen EQs dazu. Also ich hatte jetzt 8 Millionen und so weiter. Und 10.000 Pässe dazu. Dazu kurzer Hinweis, diese Testversion hängt immer sehr stark hinterher. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt 10.000 Pässe und jetzt habe ich ja, weiß ich nicht, 6.000 oder so. Deswegen stimmt das hier jetzt nicht so ganz. Man sieht ja hier auch 82 Mitteilungen. Kann ich hier mal kurz angucken. Vom 8. Juli noch. Und heute, wo ich es aufnehme, ist es der 23. Juli. Also dementsprechend, der hängt sehr weit daher. Auf diesem Tester kann man alles machen, was man will. Jetzt, ich könnte jetzt... Ach nee, ein göttliches Feld kann man nicht verkaufen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier Petit verkaufen. Völlig egal. Ja, ich verkaufe das Pferd jetzt für 500 EQs. Nein, ich habe Angst. Aber es passiert nichts. Es ist die Testversion. So. Beispielsweise, zack, ist egal, weil es ist die Testversion. Auf meinem normalen Account bleibt das Pferd. So, und hier jetzt zum Beispiel in Direktverkäufen verkaufen die einfach, weil sie lustig sind. Also, das hat keinerlei Auswirkungen. Und mein Pferd Petit werde ich jetzt auch nicht für 500 EQs hier verlieren oder so. Auf der normalen Version ist er noch da.
So, das einmal kurz im Schnelldurchlauf, falls ihr zur Testversion nochmal irgendwie ein genaueres Video haben wollt oder auch mal, dass ich die künftigen Aktionen vorher hier teste mit euch, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, deswegen frage ich euch jetzt mal. So, jetzt bin ich wieder auf der normalen Version. Ich zeige euch nochmal kurz mein Pferd. Petit ist noch da und steht auch nicht zum Verkauf. Also, wie gesagt, das hat nichts mit diesem Spiel hier zu tun. So, der nächste Vorteil ist: Erstelle und verwalte Teams. Ja, da kann man auch nicht viel zu sagen. Ich kann halt eben Teams erstellen. Das können nur VIPs und ich kann zwei erstellen. Also jeder, der ein VIP-Konto hat, kann generell zwei Teams erstellen. Nächster Vorteil: Nimm an vereinfachten Ausritten teil. Das ist ganz einfach, dass man hier einfaches Training aktivieren kann. Klickt man rauf und dann kann man hier mit einem Klick das Pferd trainieren. Für 2 Stunden jetzt als Standardeinstellung. Ansonsten musste man ja hier immer... Achso, das geht jetzt nicht, weil er keine Energie mehr hat. Moment. Ansonsten muss man ja hier immer die Dauer selber einstellen. Und wenn man hier raufklickt, dann geht das eben mit einem Klick. So, der nächste Vorteil ist: Profitiere im Nix-Paket automatisch von der Achillesferse. Da kann man auch nicht viel zu sagen. Wenn man ein Nix-Paket auswählen verwendet, dann kriegt man eben auch eine Achillesferse. Das sieht man hier dann auch immer an dem VIP-Logo. Nächster Vorteil ist: Wähle das Geschlecht des zweiten Fohlens mit Hilfe des Hera-Paketes. Also wenn ihr eine Stute deckt mit dem Hera-Paket, dann kriegt ihr immer 2 Fohlen. Und vom zweiten Fohlen könnt ihr dann einfach entscheiden, ob es Stute oder Hengst ist, egal welches Geschlecht das erste Fohlen hat. Nächster Vorteil: Verwende die Fortpflanzungsgegenstände für die geliehenen Pferde. Wenn man sich also aus dem Team Pferde leiht, kann man eben auch diese Fortpflanzungsgegenstände anwenden. Das kann man ohne den VIP-Konto eben nicht. Und der letzte Vorteil, den alle VIPs haben: Personalisiere die Seite deiner Pferde. Das kann ich euch jetzt auch noch einmal zeigen. Da gibt es eben, wie hier schon steht, es gibt verschiedene Aktionsblöcke, die kann man verschieben. Das kann man auch über das Konto einstellen. Und zwar hier: Personalisiere die Position der Aktionsblöcke. So, und hier sieht man jetzt eben ein Platzhalterpferd und auch einen Kameraden und alle möglichen Blöcke, die das Pferd eventuell hat. Dieses hier mit dem göttlich Wild haben natürlich nur die Götter oder Wildpferde. Und ja, Kameraden hat ja auch nicht jedes Pferd. Aber damit man eben, falls ein Pferd alles hat, eben einstellen kann, wie das dann aussieht. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel den Kameraden da oben hinsetzen. Oder ich setze den Kameraden dahin. Und ja, das kann man eben, wie man will, hier alles einstellen. So, und das war es jetzt erstmal für diese Vorteile, die jeder VIP hat. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut und werde das Video in 2 Teile aufteilen, weil es geht, glaube ich, doch ziemlich lang. Und wenn ich hier nachher 1 Stunde erzähle, ist es, glaube ich, zu langweilig. Deswegen werde ich da 2 Teile draus machen. Von daher könnt ihr mir gerne schon mal reinschreiben, ob es euch bis hierhin gefallen hat. Und dann geht es nächste Woche weiter mit den persönlichen Vorteilen und mit den Vorteilen dank der göttlichen Pferde. Bis dahin, tschüss!